Hallo und herzlich willkommen, hier ist euer Ruvi und ich werde euch in diesem Video mal kurz meine Einstellungen für die YouTube-Videos zeigen, so wie ich sie am besten finde und euch ein paar Tipps geben. Ich mache das Ganze in Magix Video Deluxe 17 Plus Version, habe ich gekauft, nicht gecrackt oder sonst was, kann ich nur empfehlen, weil wenn man erwischt wird, wird das richtig teuer. Warum mache ich dieses Video? Naja, es wurde gefragt, ob ich vielleicht mal eine aktuellere Version machen könnte, da die letzte Jahr recht unaktuell ist, sage ich mal. Auf YouTube hat sich einiges verändert, ich bin professioneller geworden und viele wollen natürlich jetzt auch die beste Qualität aus ihren Videos rauskriegen und nicht so, wie ich das im anderen Video erklärt habe. So, ich werde euch dazu jetzt einmal ganz kurz eine Website zeigen, wo ihr alles nachlesen könnt. Hier haben wir die erweiterte Codier-Einstellung von YouTube, da steht alles drin, was ihr braucht. Container ist MP4, also immer schön in MP4 rendern. Audio-Codec ist AAC, machen die meisten. Ich würde euch 48 kHz empfehlen. 96 ist nur für Leute, die sowas professionell machen. Natürlich würde ich euch Stereo empfehlen. Dann H264, das ist in MP4 meistens der Standard. Zu den ganzen einzelnen Sachen hier sage ich euch dann gleich noch was. Framerates, da gibt es ja viele Gerüchte, dass nur 30 richtig sind oder nur 60. Das ist vollkommen egal hier. Zu den üblichen Raten zählen 24, 25 und so weiter. Seit neuestem auch noch 60 Bilder. Das ist im Prinzip vollkommen egal, YouTube konvertiert das Ganze nicht nochmal um, aber es werden halt 30 bis 60 empfohlen. Zu den 60 Bildern, die es ja nur bei HD und Full HD gibt, möchte ich noch sagen, da ist es auf YouTube gerade noch ein bisschen verbuggt. Also wenn ihr vor allem Anfänger seid und unter so, ich würde mal sagen 500 Abos habt, dann werdet ihr wahrscheinlich sowieso nur in normalem HD machen. Vielleicht sogar, wenn ihr gut seid, wenn ihr eine gute Internetverbindung habt in Full HD. Und ich würde euch dann aber trotzdem von den 60 Bildern abraten, weil ihr müsst die Bitrate dann doppelt so hoch setzen. Heißt, es rendert einfach mal viel länger und es lädt auch viel länger hoch. Und der Unterschied ist beim Zuschauen überhaupt nicht zu sehen. Wenn man das selber spielt aktiv, dann bemerkt man das, den Unterschied zwischen 30 und 60, aber nur beim Zugucken überhaupt nicht. So, hier unten habt ihr dann die ganzen Bitraten. Für uns ist jetzt nur der obere Teil hier, das hier. Wichtig, das hier unten ist für Videokünstler, also das interessiert uns überhaupt nicht. Ich werde jetzt mal auf 720p eingehen, weil das eigentlich die Einstellung ist, die die meisten Leute benutzen werden. So, die Website ist natürlich unten verlinkt, hier könnt ihr auch noch ein bisschen nachlesen, also wer diese Seite nicht kennt, auf jeden Fall einmal komplett durchlesen, die hilft wirklich extrem. Kommen wir aber zu Magix, ich habe hier ein fertiges Projekt, jetzt ungefähr eine halbe Stunde geschnitten. Und gehe auf Datei, Film exportieren, Video als MPEG-4. Da gibt es ganz viele andere Programme, mit denen man sowas machen kann. Aber bei den meisten kann man eigentlich als MP4 encodieren bzw. exportieren. Also wenn ihr Magix habt, einfach auf Film exportieren und dann Video als MPEG-4. Bei Vegas Pro und so weiter halt dann natürlich auch MP4. Und dann kommt ihr zumindest bei Vegas Pro in diese Ansicht hier. Da könnt ihr so einiges einstellen, natürlich Auflösung 720p, 30 Bilder pro Sekunde, weil ich es auch so aufgenommen habe und das Seitenverhältnis ist 16:9. Bei anderen Programmen sieht das Ganze hier natürlich ein bisschen anders aus, diese Fenster, aber im Grundlegenden ist es dasselbe. Bei Magix kann man dann hier noch festlegen, wohin, das passt jetzt schon gut so. Ich gehe jetzt noch einmal auf erweitert und das ist eben dieser H264 Codec, der meistens für MP4 verwendet wird. MP4 ist nämlich nur ein Container, also ein Dateiformat, in das im Prinzip alles Mögliche reingepackt werden kann. Kommen wir erstmal zum Audio, das ist ja das Einfachere. AAC hat man ja vorhin gelesen, Samplerate von 48.000 Hertz, Stereo natürlich. Erweiterte Audioeinstellungen. Ich nehme hier eine konstante Bitrate von 256. Die 384 oder so, die angegeben sind, das finde ich ehrlich gesagt unnötig, weil selbst den Unterschied zwischen 256 und 192 hört man kaum. Also im Radio beispielsweise wird selten eine bessere Bitrate als 160 verwendet. Natürlich wird es höher ausgesendet, aber die meisten können das dann auch gar nicht so abspielen. Also ich empfehle euch 256 kb pro Sekunde, das ist eine echt gute Qualität. Man hört es ja, hoffe ich mal. Dann hier, Videocodec ist natürlich MP4 H264, auch erweiterte Codiereinstellung. Dieses Fenster ist bei allen Programmen im Prinzip gleich aufgebaut. Was wichtig für uns ist, dass ihr hier eingestellt habt, den AVC Preset auf High, der ist normalerweise auf Main gestellt, den lassen wir auf High.
das Profile auch auf High stellen, statt auf Normal. Dann könnt ihr hier bei Vegas Pro zumindest noch, nicht Vegas Pro, sondern Magix, die Performance umstellen. Die habe ich meistens auf 10 oder so. Dann könnt ihr noch die maximalen B-Frames einstellen. Die lasse ich immer auf... Oh, nein, das wollte ich jetzt nicht. Die lasse ich immer auf 2, weil YouTube maximal 4 akzeptiert. B-Frames, was sind das eigentlich? Ihr könnt euch das Ganze so vorstellen, dass damit die Größe der Dateien ein bisschen verringert wird, indem man halt sich beispielsweise Frame 1 und Frame 3 nimmt und das Frame 2 rendert er dann als Differenz von den beiden raus und macht das nicht extra. Also er merkt sich sozusagen, was sich zwischen 1 und 3 verändert hat und speichert das dann ab. Da kann man dann deutlich kleinere Dateien erzielen und außerdem, wenn das alle 2 Bilder erneuert wird, ist die Qualität auch deutlich höher, als wenn die beispielsweise auf 10 ist. Lasst die auf 2 oder macht sie auf 4, das ist das Höchste, was YouTube verträgt. Dann variable Bitrate würde ich euch empfehlen. Ich nehme hier eine Bitrate von 5000 kb, also 5 MB pro Sekunde. Das ist ja das Maximum, was YouTube für 720p benutzt. Alles, was drüber ist, wird runtergerendert. Variable Bitrate heißt, er sucht sich selber raus, wie viel er gerade braucht. Also meine Videos haben dann meistens so eine Bitrate zwischen 4,5 MB pro Sekunde und 5,5 MB pro Sekunde. Das bisschen drüber, okay, da kann die Qualität ruhig ein bisschen höher sein. Dann Single Pass, Multipass Analyse oder Multipass Encode. Da gibt es auch verschiedene Sachen noch. Meistens heißt das dann einfach, Moment, das heißt bei den meisten Programmen dann einfach Two-Pass. Heißt, beim ersten Pass, also beim ersten Mal, geht er durch und analysiert das Ganze und sagt, aha, hier ist viel Bewegung drin, hier brauche ich eine hohe Bitrate oder hier eine niedrigere. Heißt, wenn ihr das auf 2-Pass stellt, entweder hier oder eben hier, steigt die Qualität deutlich, aber es rendert auch deutlich, also extrem viel länger. Das merkt man, vor allem da ein Video, ein normales Video so, also jetzt ungefähr 18 Minuten lang, sieht man hier, dauert bei mir schon eine gute Stunde zu rendern für 2 Stunden. Okay, da erhöhe ich doch lieber die Bitrate und lade eine halbe Stunde länger hoch, als das dann noch länger rendern zu lassen. Weil wenn du hochlädst, kannst du wenigstens im Hintergrund noch was machen und sonst nicht. Genauso ist das bei Full HD, also mach da lieber eine Bitrate von 9 bis 10 MB pro Sekunde, anstatt das doppelt durchrendern zu lassen. Nochmal ganz kurz, Unterschied 720p, 1080p, natürlich erstmal die Auflösung, man sieht's. Aber nur 30% der, auf YouTube, also der Leute, die YouTube benutzen, haben überhaupt einen Bildschirm, der 1080p, also Full HD, darstellen kann. Also sind 720p noch vollkommen ausreichend. Das wird sich natürlich ändern, sobald der Markt sich ein bisschen jetzt aktualisiert, sage ich mal. Momentan reichen 720p und es ist ja auch so, wenn ihr 1080p nehmt, also Full HD, müsst ihr natürlich nicht nur die Bitrate hochsetzen, um die Qualität zu erhöhen, sondern euer PC muss auch doppelt so viele Pixel berechnen pro Bild. Heißt, es dauert nochmal doppelt so lange zu rendern. 720p ist das, was ich für den Anfang empfehle. 4K und so weiter, ja, kann man machen, wenn man dann wirklich groß ist. Also bei so Leuten wie Gronkh, also so, ich schätze jetzt einfach mal so ab 1 Million Abonnenten, lohnt sich 4K, mal davon abgesehen, dass das einfach unglaublich viel Rechenleistung beim PC abverlangt. Also für normalen Nutzer reicht 720p bis 1080p. Die meisten Internetleitungen können das in Deutschland eh nicht abspielen. Also 1080p können die wenigsten abspielen, sagen Statistiken. Muss ich euch mal einen Link noch reinpacken, wenn ich den wiederfinde. Ja, und das ist es im Prinzip. Ja, ich lasse das hier nochmal ganz kurz offen, damit ihr das abschreiben könnt, wenn ihr wollt. Ihr könnt es natürlich auch schnell pausieren. Performance auf 10 ist einfach, ja, damit ihr im Hintergrund noch was machen könnt und nicht 15, damit es halt extrem laggt euer PC dann. Dann würde ich euch vielleicht noch raten, über den Task Manager den Prozess eures Aufnahmeprogramms dem eine höhere Priorität zu verpassen. Dadurch wird es auch noch minimal beschleunigt. Aber für die meisten Rechner ist es eh noch so, während was rendert, kann man im Hintergrund kaum was anderes machen als ein Video schauen. Ich hoffe, ich konnte euch und vor allem denjenigen, der danach gefragt hat, oder ja, es waren mehrere Leute, ein bisschen weiterhelfen. Also wie gesagt, 60 FPS, vollkommen unnötig, meiner Meinung nach. Man sieht es nicht wirklich und YouTube hat noch so seine Probleme damit. Also lasst es lieber bei diesen 5 bis 6 MB pro Sekunde 720p oder meinetwegen 1080p.
Das Ganze ist hier auch mit meinem alten Video verknüpft, also wenn ihr euch das nochmal angucken wollt, um zu schauen, was ich da für einen Blödsinn geredet habe, dann schaut euch da das einfach nochmal an. Und natürlich werde ich auch von meinem alten Video einen Link hierher führen. Das ist natürlich das deutlich bessere Video, wie ich finde. Vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare spammen. Ich werde sie so schnell wie möglich beantworten. Oder auch, falls ihr Probleme mit eurem Aufnahmeprogramm habt oder Renderprogramm, dass da irgendwas schief läuft, dass die Dateien riesig sind oder sowas, einfach reinschreiben, die Problematik. Ich kann euch da in den meisten Belangen helfen. Und selbst wenn ich es nicht schaffe, dann ist immer noch das Internet da, ihr wisst schon. Also, wir sehen uns irgendwann mal. Zum Schluss habe ich euch hier nochmal ein paar Beispielvideos rangepackt. Da könnt ihr einfach mal den Unterschied zwischen den ganzen Bitraten ansehen und da dann auch selber entscheiden, wie hoch ihr eure setzen wollt.